Hallo, wunderschön, wunderschön. Ich freue mich, dass du heute mit dabei bist, denn ich habe heute etwas ganz Besonderes geplant. Und zwar was Leckeres zu essen. Also, wir haben eigentlich schon gegessen zu Mittag, aber Justus und ich haben eine Challenge vor. Oder ja, wie kann man das jetzt nennen? Ich weiß es nicht. Aber vielleicht erinnerst du dich, ich hatte ja scharfe Nudeln bekommen. Und zwar richtig scharfe. Moment, sind die das? Diese asiatischen scharfen Nudeln? Nee, das sind die gar nicht, ne? Das sind die normal scharfen. Ich habe ja aber auch noch die zweimal spicy. Die hatte Justus ja aus Versehen gekauft. Und jetzt dachte ich, probieren wir das doch einfach mal aus. Ob die gut schmecken? Da muss er jetzt durch. Der ist ja sowieso so ein typisch Deutscher, der jetzt nicht unbedingt sehr scharf ist. Aber er meinte, er erklärt sich jetzt dazu bereit und probiert das mit mir aus. Deshalb werde ich das jetzt zusammen mit dir schon mal vorbereiten, weil mich sowieso mal ganz viele fragen, wie ich meine Nudelsuppen, also diese scharfen, mache. Die zeige ich ja immer ab und zu auf Insta-Stories, gerade so zur Abendnascherei. Und das interessiert ganz, ganz viele. Es ist so super einfach. Deshalb, ja, mache ich das jetzt einmal mit dir zusammen und dann wird gegessen. Ich bin gespannt, ob Justus das ja, durchhält. Schafft er das, sein deutscher Magen? Du kannst mir gerne nochmal schreiben, ob du gerne scharf isst. Ein kontroverses Thema. Nicht alle mögen scharf. Und scharf vertragen auch nicht viele. Aber es ist wirklich lecker und ich liebe es einfach, wenn es so richtig scharf ist und wenn man sich gar nicht mehr so unter Kontrolle hat oder seine eigenen. Ja, wie nennt man das? Flüssigkeiten, die so plötzlich. Okay, lassen wir das. Das ist jetzt merkwürdig. Ich werde jetzt zwei Pfannen benutzen. Eine für Justus und eine für mich. Ich werde sie nämlich auch darin servieren. So mache ich das auch für mich abends. Ich finde, das sieht nicht nur lecker aus, sondern es schmeckt einfach auch besser, wenn man sie direkt aus der Pfanne isst. Komisch, aber wahr. Ihr möchtet ein Eis? Ja. Ja, dann nehmt euch ein Eis. Nachtisch. Es gab übrigens für uns ganz normale Nudelsuppe, also nicht scharfe Nudelsuppe. Und das mögen ja die Kinder total gerne und haben sie sehr, sehr gut gegessen. Gerade Elisa hat richtig ordentlich reingehauen. Diese kleinen süßen Mädchen, die sind jetzt gerade draußen im Garten und spielen da. Und ich mache scharfe Nudelsuppe. Oh, ich freue mich so sehr drauf. Also nochmal hier zum Beweis. Die zweimal spicy. Es wird gut. Ja, es wird auf jeden Fall gut. Ich werde außerdem zu den Nudeln noch so ein bisschen Gemüse machen, damit es einfach auch etwas zum Neutralisieren der Schärfe gibt. Tschüss, ihr Süßen. Und ich werde auch noch Eier mit reingeben, weil das auch lecker schmeckt. Und ich glaube, ich mache noch ein bisschen Käse mit rein, aber das zeige ich dir jetzt einfach alles. Was auch gar nicht fehlen darf, sind Frühlingszwiebeln. Ich liebe die. Die schmecken so lecker, gerade wenn sie gekocht werden. Ich werde sie nämlich ganz so klein schneiden, sondern kann man auch einfach so mit in die Suppe geben. Dann schmecken sie so richtig süßlich. Ja. Gesundheit! Mein Mann dahinter freut sich schon. Mein Mann freut sich schon. Na, Justus? Hast du ihn gehört? Ganz doll, hat er gesagt. So, also Frühlingszwiebeln mache ich dazu. Mach schon mal Wasser rein. Die Nudeln saugen relativ viel Wasser auf. Das erste, was ich immer mache, ist schon direkt würzen. Und die Würze ist einfach schon hier drin. Also da muss man jetzt gar nicht viel zu Hause haben. Ich mache hier einmal die Packung auf. Ist das für mich noch ein bisschen schräg, dass viele gar nicht wissen, wie es innerhalb so einer Tüte aussieht. Also da sind einmal die Nudeln drin und dann sind das die Gewürze. Also das muss jetzt einfach nur mit in die Suppe rein. Fertig. Mehr muss man nicht machen. Und dann kann man natürlich auch noch hinzufügen, was man möchte. Man kann zum Beispiel auch noch ganz viel Gemüse hinzufügen. Zucchini, Zwiebeln. Weiß ich nicht, worauf man einfach Lust hat, was man noch zu Hause hat. Das ist wirklich dann komplett selbst überlassen. Deswegen
ist das auch so, ja, individuell. Kann man einfach anpassen, wie man möchte. Also ich mache jetzt erstmal die scharfen Soßen rein. Zweimal spicy. Guck mal, wie flüssig das ist. Siehst du das? Einmal verrühren. Dann würde ich sagen, ist das hier meine Suppe. Tue ich da meine Frühlingshühner rein. So ein paar, die klein gehackt wurden. Dann ist das für Justus. Während das jetzt vor sich hinkocht, bereite ich mein Gemüse vor. Da habe ich jetzt extra eine Gurke. Die neutralisiert immer ganz gut. Ganz frisch und knackig, die werde ich dazu machen. Und ich habe auch noch einen Rettich, der nicht mehr ganz so knackig aussieht. Den habe ich hier schon in so ein Tuch mit Wasser eingemummelt, aber hat leider auch nicht so viel gebracht. Der muss jetzt eh weg, deshalb essen wir den dazu. Den werde ich einfach einmal schälen und dann einmal hübsch drapieren. Du kannst mir auch gerne mal schreiben, ob du Rettich magst. Ob du überhaupt schon mal Rettich gegessen hast, wie du Rettich isst. Ich mag es am liebsten in einer Suppe drin. Aber einfach so roh schmeckt das auch unglaublich gut. Die werde ich einfach nur in Streifen schneiden. Wenn es kocht, dann einfach die Nudeln mit hinzufügen. Das einfach mit runter. Dann wird die Soße so ein bisschen sämiger. Und bei mir füge ich auch noch Käse hinzu. Ich mache das total gerne, wenn das dann so drauf geschmolzen ist. Und dann ist er auch schon fertig. Hier in den Packungen gab es noch sowas hier, aber das ist nichts Scharfes mehr. Das ist einfach nur, ja, so ein bisschen Deko quasi. Das mache ich jetzt auch noch drüber. Ein bisschen mit Sesam und Algen. Jetzt wird serviert. Da sind wir. Mein Mann ist bereit. Das zweimal spicy ist in deinem Topf drin, mein Schatz. Ja, Gott sei Dank nicht viermal spicy. Das wäre vielleicht riskant. Aber hier ist noch ein bisschen Gemüse. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Ich habe auch noch mal Kimchi, ein Döschen hier mit reingepackt. Und bei mir habe ich jetzt auch noch mal Käse drüber. Das sieht so ein bisschen anders aus als bei Justus. Und noch so ein Ei. Das hat Justus auch bekommen. Aber hast du Käse drüber? Das besser schmeckt, mein Schatz. Und deshalb habe ich es nicht bekommen. Sieht gut aus. Sehr, sehr gut geworden. Hier ist das Ei. Und der Käse ist schön geschmolzen. Schenk dir schon mal was zu trinken, Albert. Hier. Aber du weißt, davon ist schärfer, ne? Eigentlich hätten wir uns irgendwie Milch oder sowas hier hinstellen müssen. Bist du drauf? Bist du ganz drauf? Aber ich bin ja so ich hart. Will alles mit aufnehmen, Justus. Komm, isst erstmal Gemüse. Alles mit aufnehmen. Ja, also, es ist so scharf, dass man das jetzt aufnehmen muss, wie ich darauf reagiere, ja? Dann rühre ich jetzt mal um. Ich habe riesigen Hunger. Hm. Okay. Muss mal probieren, wie der Rettich schmeckt. Schon mal heiß. Schon mal würzig.
Geht's dir gut? Mhm. Ich hätte noch Taschentücher holen sollen. Ich glaube, gleich fängt es hier an zu triefen. Ist eine Gurke, wenn es dir zu scharf ist, Juste. Also bei mir ist das so ein bisschen sämiger. Einfach dadurch, weil ich noch Käse mit eingefügt habe. Hm. Geht's dir gut? Was ist das? Ich muss selber probieren. Also wenn ich Tränen in den Augen habe, dann ist es, weil ich so glücklich bin, dass du für mich gekocht hast. Nicht, weil es so scharf ist. Mmh. Boah, lecker. Also ich finde es lecker. Ja, dein Käse neutralisiert ja die Schärfe. Stimmt, oder? Eigentlich ist das unfair. Schmeckt aber gut. Guck mal, ich habe so eine ganze Pulling Zwiebel mit reingemacht. Mhm. Die hilft bei mir auch, ne? Genauso wie der Käse. Also Gemüse kann ich nur empfehlen bei solchen Nudeln, also bei den scharfen Nudeln. Damit man einfach noch so ein bisschen was anderes drin hat als nur scharfe Nudeln. Aber Rettich? Muss ich jetzt unbedingt Rettich mit mir so arbeiten, ja? Mhm. Ich mag keinen Rettich. Hab ich ja schon gesagt. Du magst nur Brot, ja? Mhm. Die Gurken finde ich ja gut, aber. Mhm. Rettich mag ich. Noch so ein bisschen extra in die Soße rein. Schön scharf ist. Mmh. Sind meine Lippen dicker geworden? Ich spüre nichts mehr. Weißt du, warum ich scharfes Essen eigentlich nicht mag? Oh, ich bin traurig, deshalb muss ich kurz mal meine Nase putzen. Fängst du an? Nein. Warte mal. Ich habe Schnupfen. Brauchst du ja nicht den Löffel, ne? Das ist übrigens ein weiches Ei. Hätte noch ein bisschen weicher sein können. Wird langsam scharf hier bei mir. Mhm. Hast du noch was anderes zu essen? Oder ein Steak, was nicht scharf ist zum Beispiel. Gerne mit Brot. Lecker. Viele aus der Community essen das jetzt. Ja? Seitdem ich das gezeigt habe. Schwimmen sie die Asiamärkte und kaufen sie scharfe Nudeln. Und sie sind alle restlos begeistert. Jetzt muss ich nur noch meinen eigenen Ehemann überzeugen. Ich mag nicht, wenn es scharf ist, weil man dann schmeckt man am Ende gar nichts mehr. Man schmeckt nur noch scharf. Das ist noch schlimmer beim Sushi. Ich hasse Wasabi. Nancy mag das ja so gerne, aber wenn man Wasabi im Mund hat, dann schmeckt man Sushi gar nicht mehr. Man schmeckt nur noch scharf und Wasabi. Wasabi ist das Beste am Sushi. Mhm. Warum isst man Sushi? Wegen Wasabi. Warum isst man Sushi, wenn man alles in Wasabi taucht? So. Weißt du, es ist so ein bisschen noch schärfer, weil es halt noch so heiß ist, ne? Oh, mein Bauch wird scharf. Mein Magen, merke ich gerade. Bei dir auch? Wird schmerzhaft. Aber du schlägst dich sehr gut, Justus. Mhm. Ich bin sehr stolz auf dich. Vielleicht liegt es daran, dass ich großen Hunger ab. Du hast gesagt, du kochst mal was Leckeres. Mmh. Meine Nase fängt an zu laufen. Das ist leer. Das war der Gag. Mmh. Aber ich muss mal ganz runter. Ich glaube, so ein Video haben wir noch nie gemacht. Das hilft. Ist eine Gurke, Justus. Ja, würde gerne. Ich will keine Gurke essen. Ich will auch keinen Rettich essen. Das ist neutralisiert. Hier, nimm noch ein bisschen Kimchi. Aber Kimchi ist doch auch scharf. Im Kimchi nur ein bisschen. Ich merke nur noch sauer. Du bist ja schneller als ich. Ja. Das ist hinter dich bringen. Hast du dein Ei schon aufgegessen? Das war das weniger scharfe an dem ganzen Ding. Du schlägst dich richtig gut, Justus.
Das war keins von unseren Kindern. Und eine Nase. Ich würde dir gerne helfen, aber ich habe kein Taschentuch mehr. Also es ist auf jeden Fall schärfer als das, was wir vorher hatten. Das war Stew-Type, kann ich aber sehr empfehlen. Ist wirklich sehr, sehr lecker. Aber zweimal Spicy finde ich jetzt auch gut. Ich muss doch mal ganz kurz. Finde ich gut. So muss scharfes Essen sein, also? Ja, ja, ja. Dass es dann überall läuft. Hast du dir deiner Community schon gesagt, dass ich eigentlich gar kein scharfes Essen mag? Na, du hast sie doch gekauft. Ja, du für hast dich? Sie doch gekauft. Für dich? Komm. Na, hör auf, mich ständig mit irgendwelchen Guck mal, was ich hier gesehen habe. Hier gibt es eine Skala. Skala? Von Hottigkeit. Von Hottigkeit. Also, zweimal Spicy ist ganz oben. Von der Spottigkeit. Hottigkeit. Von der Hottigkeit. Und was wir bisher gegessen haben, ist auf Platz vorletztem Stufe Stew-Type. Guck mal, wir essen jetzt doppelt so scharf, wirklich. Sonst sind es 4000, jetzt sind es 8000 Schuh. Was ist Schuh? Nicht Socke, sondern Schuh. Mein Magen ist scharf und ich würde gerne jetzt etwas essen, um das zu neutralisieren. Geht das? Ich mach was. Ich habe eine gute Idee. Ich liebe diese Soße. Was machst du? Ich mache mir die Kiba, die eigentlich für Elisa gedacht war. Oh, so lecker. Ich finde das richtig lecker. Ich muss noch aufessen, Justus. Die Soße ist das Leckere. Nee, aufessen macht dick. Deshalb esse ich jetzt nicht mehr auf. Und die Soße lasse ich nochmal drin, ja? Aber ich trinke hier nochmal einen Schluck. Ich finde es schön, dass ich hier mitwirken konnte bei diesem Essen. Und bei diesen Aufnahmen. Weiß deine Community eigentlich, dass du immer diese Futtervideos guckst? Mhm. Nancy guckt immer Essensvideos. Es gibt ja diese asiatischen Essensvideos, wo die ganz viel Sachen essen. Komische Sachen auch manchmal. Das findet sie ganz toll, ne? Mhm. So, jetzt ist mir gerade übel ein bisschen. Oh, lecker. Ist doch noch eine Gurke. Eine Kombination aus Gurke, scharfen Nudeln, Kimchi, ein bisschen Rettich und der Kiba. Macht Übelkeit. Justus, das ist nicht förderlich. Justus! Das ist, ich muss kurz... Vielen Dank. Vielen Dank für das leckere Essen. Okay, dein Fazit von Schärfe? Ja, das finde ich ganz, ganz toll. Das hat sehr, sehr gut geschmeckt. Intensiv hat es geschmeckt. Und am besten, wir wiederholen das irgendwann mal zu einem späteren Zeitpunkt. Nur nicht in kürzerer Nähe. Schreib mir bitte, es war super mega lecker, kann ich nur empfehlen, falls du sie findest im Asiamarkt. Ansonsten verlinke ich sie dir in der Infobox. Aber wir sagen so, jetzt so, tschüss, bis zum nächsten Mal, tschüss. Danke, tschüss.